Die geheimste Ramen Berlins. Da hängt schon der Eimer aus dem Fenster. Kommt von Chris aus dem zweiten Stock. Das erste Mal probiert habe ich die 2021. Und schon damals war sie genial. Der Eimer. Aber heute essen wir keine Ramen, sondern Dipping-Nudeln. Und die befinden sich als Kit zum Selbstzusammenstellen in der kleinen Tüte aus diesem roten Eimer hier. Er hat was vergessen. Denn zu einem Set Dipping-Nudeln gehören nicht nur die Brühe und die Nudeln, sondern auch eine Portion Reis, mit der man dann den Rest der Brühe noch auflöffelt. Ist eigentlich jetzt seit 2020 oder schon länger? Danke dir. Chris ist übrigens ein absoluter Ramen-Fanatiker und tüftelt seit Jahren an seinem perfekten Rezept. Mit unserer Tüte geht's nach Hause und wir packen aus. Wo sind die Nudeln? Versteckt unter einem weichgekochten Ei. Und mehreren Toppings habe ich sie dann aber auch gefunden. Kurz nach Anleitung gekocht, dann schütten wir die warme Brühe über alle Toppings. Und es geht los, damit die Nudeln einzutunken. Deswegen heißen die auch Dipping-Nudels, weil man sie eben kalt in die warme Brühe eintaucht. Und Leute, eins muss ich sagen, die sind absolut köstlich. Die Nudeln perfekt, und die Brühe super vollmundig, mit viel Sesam und leicht scharf. 10 von 10. Kennt ihr schon?